Hey, GameKit hier. Willkommen zurück. Tja, ich denke, dann wären wir hier erstmal fertig. Ich weiß auch nicht genau, was ich davon halten soll. Irgendwie, also wir kommen auf jeden Fall irgendwann nochmal zurück, um das hier jetzt zu fixen. Ich weiß nicht, aber auf der anderen Seite habe ich jetzt auch keine Lust, mein ganzes alles irgendwie jetzt in Überleben zu pushen. Weil, ganz ehrlich, wo ist der Sinn? So, du noch irgendwas zu sagen? Irgendwer? Irgendwer? Oh, ihr seid alle so alleine. Naja. Ich weiß auch nicht. Ich habe mir irgendwie mehr erwartet. Beziehungsweise, ich habe es besser in Erinnerung. Ist ja auch schon 100.000 Jahre her, aber. Kennt ihr Geschichten über die Wildnis? Keine, die euch gefallen würden. Keine über Prinzessinnen in hohen Türmen oder Ritter, die sich ganzen Armeen entgegenwerfen. Mir gefällt nicht nur sowas. Wollt ihr etwas über die Wilden der Chasen hören, die in den Marschen hausen? Etwa, wie langsam sie ihre Feinde sterben lassen? Oder etwas über die giftigen Kreaturen der Wildnis, die ihre Eier auf eure Haut legen, damit der Nachwuchs nach dem Schlüpfen etwas zu fressen hat? Oder vielleicht etwas über die Kochkunst meiner Mutter? Das ist meiner Ansicht nach die schlimmste Geschichte von allen. Nein, über all das möchte ich lieber nichts hören. Dann habe ich keine Geschichten für euch. Lame! Lame, 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 lame. Gut, dann wollen wir erstmal am besten zurück ins Lager. Wenn das möglich ist. Damit wir da wieder irgendwie hoffen können, dass wir beim Handeln Die irgendwas. Verderbnis. Hallo? Wie wollt ihr sie beenden? Ja, wir fragen einfach die dunkle Brut, ob sie einfach gehen. Wenn ihr den Erzdämon mit Witz erschlagen wollt. Solltet ihr euch erstmal besser bewaffnen. Ihr sagt, ihr wärt ein grauer Wächter. Ich habe schon Geschichten über diesen Orden gehört. Was hast du denn gehört? Große Strategen und unüberwindbare Kämpfer. Das erzählt man sich von den grauen Wächtern. Bisher bin ich nicht sonderlich beeindruckt. Ja. Ja, ich bin ja halt auch neu. Wollt ihr diese Ausrede auch dem Erzdämon vortragen? Oder den Opfern, die ihr bis dahin fordert? Du bist gemein. Was ein Monster, ey. Boy, was habe ich denn bitte getan? Handelt mal bitte mit mir. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Lass uns Ich handeln. bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Genau. Das da hätte ich gerne. Alles. Und das hätte ich auch gern. Aber ich hätte ganz gern sehr viel, deutlich viel mehr. Hast du wenigstens Flaschen? Guck mal hier. Das da brauche ich auch. Oh Gott, das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Ich brauche Flaschen. Einfach nur. Ja, ganz genau. Gib mir alle. Ja. Ha. Gut, und die können wir sogar so oft kaufen, wie wir wollen, ha? That's nice. Okay. Ja, was anderes will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt haben, ehrlich gesagt. Was ist das denn? Ich kann hier einen Haufen. Ein Stäbchen für mein Baby. Oh. Was für Morrigan? Aha.
Puzzlestein. Totengebet der Kunari. Ich muss es ja nicht mal kaufen. Gib mir das. Ist alles meins. Ha! Sweet. Okay, wir lassen schon mal, wo das eigentlich herkommt. Aber hey, wenn wir es nicht kaufen müssen. Und es ist irgendwie auch kein... Doch, es ist... Oh mein Gott. Hässliche Stiefel. Schmetterlingsschwert. Krückstück der Katzendame. Kaschetsgürtel. Was ist das? Unzerstörbare Taube. Immer ganz wichtig. Okay. Gut. Ich habe noch irgendwas zu verkaufen. Das hier zum Beispiel. Ich weiß nicht mal, was es ist. Ein großes Schwert. Zweihändig. Aha. Das ist das wichtig, das du kannst da haben. Das behalte ich mal noch. Wow. Habe ich wohl irgendwie übersehen. Ja, hier nehmen. Ich weiß einfach nicht, was wir damit noch machen sollen. Nee. Verkaufen. Nicht zerstören. So, ich sehe nämlich auch langsam irgendwie nicht mehr richtig durch. Ich meine, theoretisch könnte ich sie ihm doch einfach verkaufen. Dann ist es erstmal weg. Ach, weiß ich doch auch nicht. Das kannst du auf jeden Fall haben. Schilder, die Schilde. Gut, dann hätten wir es erstmal. Ich brauche einen Moment. Behalten wir aber einfach erstmal. Nehmen wir hier Keeper's Rope. Gut. Morrigan. Ich habe keine Lust, mit euch zu reden. Ich will es. Oh, was ist das? Eine Gemeinschaftskiste. Aha. So. Wirkstoffe für die Delisch abgeben. Oh Gott, keine Ahnung. Verschiedene Gegenstände klappern in deinem Gepäck. Weiß ich noch nicht, lass mich. Ich muss nachdenken. Oh mein Gott, oh Gott. Ab. Wer kann den Kräuterkunde besser? Morrigan. Ja, würdest du es einfach mal machen?
das? Motherfucker, ihr seid Zeugen eines außergewöhnlichen Ereignisses, Wächter. Die Dalish stehen bereit, um Ferelden zu verteidigen. Brauchst du noch was? Wir haben uns sehr kurzfristig zusammengefunden. Bestimmte Bereiche unserer Ausrüstung könnten besser sein. Am hilfreichsten für uns wären grundlegende Werkstoffe wie Elfenwurzel und Tiefenpilze. Mhm. Ja, gut. Hier die Kassaren. Und die habe ich hier auch, bitteschön. So, jetzt ihr seid großzügig wie immer, Wächter. Ja, man sei dankbar. So, jetzt habe ich aber noch ein paar Geschenke, die will ich jetzt natürlich auch noch verteilen. Und hier irgendwie auch immer noch Zeugs. Die Dinger würde ich auch immer noch gerne mal fragen, ob der Junge das vielleicht machen kann. Ich glaube, das Ding ist irgendwie eine Ecke besser. So, was haben wir hier? Ja, was der gute Alistair haben kann. Wäre schön. Daran könnte ich mich gewöhnen. Und das da. Oh, vielen Dank. Das ist sehr nett. Ja, ich weiß. Schicke Vase. Lass mal dem Stan hier gucken. So muss das aussehen. Wie unklug. Du willst es nicht? Was bist du denn für einer? Stöckchen von meinem Knuffel. Hier, nimm das Stöckchen. Hier, fein. So, die gute Dingenskirchen. Hier, Liliane will doch bestimmt das Ding haben, ne? Hier. Ist einfach wundervoll. Oh, meine Fresse. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und mal nicht so heftig. Naja, gut. Hauptsache, es hier läuft sich jammern. So, dann haben wir König Mareks Schild. Wen soll denn das interessieren? Naja, hier auf jeden Fall keinen. Eine Alistair-Puppe. Hier, guck mal, möchtest du das? Ich bin beeindruckt. Geht doch. Hab Dank. Gerne, gerne, gerne. Ja, Mann. Sind die Dinger immer noch hier drin? Confused. Kann ich ihnen das denn jetzt öfter schenken, oder was? Einmal. Stöckchen, einmal. Buch. Liederbuch. Es scheint auch was für dich zu sein, oder? Weib. Hier, Liederbuch? Nee. Wirf das Stückchen. Ja. Ich will das Stückchen werfen. Oha, was geht hier ab, ey? Heftig. Okay, okay, okay. Wo ist denn mein Baby? Wo ist denn mein Baby?
Kann ich jetzt Stückchen mit dem werfen? Also erstmal streicheln. Okay, gucken, wie das funktioniert. Nein. Na, wer weiß. Gut. Alistair. Was benötigt ihr? Ich werde dich was fragen. Nur zu. Wie bist du ein grauer Wächter geworden? Genau wie ihr. Blut trinken, fast daran ersticken, ohnmächtig werden. Das habt ihr doch nicht schon vergessen, oder? Ja, davor, Mann, witzig. Ich gebe mein Bestes. Was soll ich sagen? Also, davor war ich in der Kirche. Ich wurde viele Jahre lang zum Templer ausgebildet. Was ich kann, habe ich dort gelernt. Es stimmt eigentlich, der sieht nicht sehr religiös aus. Das könnt ihr laut sagen. Ich musste in der Küche öfter die Töpfe scheuern, als ich zählen konnte. Und ich kann ziemlich weit zählen. Die oberste Klerikerin wollte mich nicht gehen lassen. Duncan musste mich deshalb einberufen. Sie wurde so zornig, ich dachte schon, sie lässt uns beide einsperren. Ich hatte Glück. Hey, warum? Ja, hattet ihr Mitleid? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Als er kam auf der Suche nach Rekruten, habe ich zum Erbauer gebetet, dass er mich auswählen würde. Ich werde Duncan immer dafür dankbar sein, dass er mich rekrutiert hat. Ohne ihn wäre ich nie. Ich hätte nie. Hör auf zu heulen. Ja, ihr habt recht. Ich sollte wütend über das sein, was passiert ist, nicht traurig. Ich sollte nicht vergessen, was Logan getan hat. Ja, Mann. Kommt. Gehen wir. Genug geredet. Machen. Och, hör auf zu heulen. Du bist echt so eine Memme. Furchtbar mit dir, furchtbar. So, rezitierst du mir jetzt ein Totengebet? Ihr seid nicht ganz so unreif, wie ich dachte. Das ist unerwartet. Unreif? Wie unreif? Ihr klingt überrascht. Aber ihr hört das doch bestimmt nicht zum ersten Mal. Ihr werdet darüber hinwegkommen. Irgendwann. Okay. Wirst du mir jetzt sagen, warum du eigentlich jetzt da eingesperrt warst? Also wo der ganze Sinn dahinter? Ich verstehe das nicht. Ich habe mich selbst eingesperrt. Ein schwacher Geist ist ein tödlicher Feind, wie ihr bestimmt wisst. Wie schwacher Geist. Das ist kompliziert. Ich habe euch bereits erzählt, dass ich hierher geschickt wurde. Ja. Und ich war nicht allein. Ich kam mit 7 der Beresat, meinen Brüdern, in eure Länder, um Antworten auf die Verderbnis zu suchen. 7? Wir sind ohne Zwischenfälle durch Ferelden gezogen und haben nichts von der Bedrohung gesehen, die wir beobachten sollten. Bis zu der Nacht, in der wir unser Lager außerhalb von Lothering aufgeschlagen haben. Mhm. Sie kamen von überall. Aus der Erde unter uns und aus der Luft über uns. Die dunkle Brut entsprang sogar unseren eigenen Schatten. Ich habe gesehen, wie die letzte dieser Kreaturen fiel. Aber es war zu spät. Ich war besiegt. Ja, klingt ähnlich wie das, was mir passiert ist. Ostagar ist das Kacke, Alter. Ich habe Geschichten über Ostagar gehört. Euer Kith ist nicht gewichen, als andere flohen. Mehr kann man nicht tun.